Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitagabend. Ich sitze schon im Bett, habe mir Tee gemacht und dachte mir, ich mache einfach wieder einen neuen Lesevlog. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen Throne of Glass angefangen, den ersten Teil. Und bin erst auf Seite 42. Weil die Reihe so gehypt ist, dachte ich mir, dass ich jetzt einfach, während ich den Rest des Buchs lese, euch mitnehme und im Endeffekt sage, ob ich das Buch empfehlen kann, ob die Reihe bis jetzt, also für den ersten Teil, dann den Hype wert ist oder ob es mir gar nicht gefällt. Von Sarah J. Maas habe ich jetzt bis jetzt Das Reich der Sieben Höfe gelesen. Der fünfte Teil ist ja da noch nicht draußen, aber die ersten Teile, die habe ich geliebt. Deswegen habe ich eigentlich sehr hohe Erwartungen an Throne of Glass und ich weiß, dass viele diese Reihe so sehr lieben und ich hoffe auch, dass ich sie so sehr liebe. Deswegen gehe ich vielleicht schon ein bisschen mit hohen Erwartungen an dieses Buch heran. Aber ich hoffe, dass mich das Buch nicht enttäuschen wird oder die gesamte Reihe. Ich habe auch gehört, dass die ersten zwei Bände noch nicht so gut sein sollen und es erst irgendwie ab Band 3 so richtig toll wird. Aber mal sehen. Bis jetzt erfallen mir so die Namen noch nicht sehr leicht. Also es ist ja irgendwie oft so, und es war auch in Das Reich der Sieben Höfe anfangs so, dass ich nicht so gut mit den Orten, mit den Namen generell so klar gekommen bin. Aber hier sind die Orte nochmal irgendwie besonders schwer. Wer das Buch nicht kennt, im ersten Teil steht im Klappentext, dass es um Selena geht. Selena wurde irgendwie vom Kronprinzen dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Wenn sie gewinnt, erhält sie ihre Freiheit zurück. Wenn nicht, bezahlt sie mit ihrem Leben. Sagt ihr noch nicht so viel aus? Aber ich bin gespannt. Und ich werde jetzt anfangen zu lesen. Leute, ich habe euch gestern gar nicht mehr geupdatet, weil in den Seiten, die ich gestern gelesen habe, ist irgendwie nicht so viel passiert. Also es war halt hauptsächlich irgendwie Worldbuilding und man hat Charaktere kennengelernt. Selena auf dem Weg bis zu diesem Ort begleitet. Man hat aber eben nicht viel Spannung so mitbekommen. Und irgendwie ist es mir bis jetzt auch schwer gefallen, dieses Buch schnell lesen zu können, weil das ist nicht in der Ich-Form geschrieben, also es ist nicht aus Selenas Sicht geschrieben. Und irgendwie fällt mir das schwer, dann schnell durch dieses Buch zu kommen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber mir gefällt es immer besser, wenn das eben aus der Ich-Form geschrieben ist. Sonst ist es halt sehr angenehm, der Schreibstil eigentlich. Ich muss halt immer nur überlegen, irgendwie, wer jetzt gerade gemeint ist. Weil es gibt irgendwie viele Namen, viele komische Namen, viele Namen, die sich irgendwie gleich komisch anhören und sehr schwere Namen. Und es ist halt momentan nur noch nicht viel so in der Story passiert. Deswegen ist mir das Buch bis jetzt etwas schwerer gefallen. Aber heute habe ich ein bisschen weiter gelesen und so langsam wird es jetzt spannend. Man hat jetzt eben nämlich in diesem Wettkampf, der hatte bis jetzt noch nicht angefangen, aber man hat halt so die Leute kennengelernt, die mit an dem Wettkampf teilnehmen und deren Hintergründe, Geschichten so ein bisschen und halt so ein bisschen Einblick bekommen in andere Personen, die halt gegeneinander alle kämpfen sollen in bestimmten Aufgaben, so wie ich das verstanden habe. Bis jetzt war da halt eben nicht viel, außer dass Selena viel trainiert hat dafür, sich dort irgendwie ein bisschen eingelebt hat und genau, also es war irgendwie viel drumherum geredet, aber irgendwie braucht man das ja auch. Also man muss ja auch irgendwie erstmal warm werden mit dieser ganzen Welt, mit den Charakteren. Auf den letzten Seiten sind ein paar Vorfälle passiert, die schon ziemlich spannend jetzt waren, aber jetzt noch nicht so, dass ich jetzt unbedingt auf jeden Fall weiterlesen muss, was ich noch ein bisschen schade finde, aber das wird wahrscheinlich dann kommen. Durch die Vorfälle hat man jetzt eben mitbekommen, dass es jetzt langsam anfängt, spannend zu werden. Ich bin jetzt nämlich gerade auf Seite 155, also das habe ich schon gelesen, das muss ich noch lesen. Und ich hoffe jetzt, dass es so langsam mal Fahrt aufnimmt, dass ich das Buch eben nicht aus der Hand legen kann, weil es so spannend ist. Aber momentan hat mir irgendwie halt die Spannung gefehlt. Irgendwie kriege ich gerade so ein bisschen in diesem Buch so Tribute von Panem-Vibes, also irgendwie dieser Wettkampf und alle gegeneinander. Und ich weiß nicht warum. Ob das jetzt halt nur so ist auf diesen ersten Seiten und dann unterscheidet sich das sehr. Aber ja, so ein bisschen Tribute von Panem-Vibes kriege ich hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
Heute ist nochmal richtig schönes Wetter. Ich glaube, draußen sind so 24 Grad. Das sind so die letzten Sonnenstrahlen. Deswegen werde ich jetzt nochmal ein bisschen die Sonne genießen. Ich habe gerade schon draußen gelesen, eigentlich die ganze Zeit, aber werde mich jetzt wahrscheinlich nochmal kurz nach draußen setzen. Ich muss auch noch ein bisschen was für die Uni machen. Und dann werde ich euch einfach updaten, wenn ich ein bisschen weiter in Throne of Glass gekommen bin. Mittlerweile schon Dienstag. Ich komme momentan nicht so viel zum Lesen in Throne of Glass, weil ich neben dem Praktikum jetzt mittlerweile auch mit der Bachelorarbeitrecherche anfangen muss. Und da habe ich halt momentan so viel im Kopf, dass es irgendwie schwerfällt, mich dann hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Ich war jetzt gerade schon auch ein bisschen spazieren, wie ihr gesehen habt, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, damit ich mich jetzt gleich wieder in die Uni setzen kann. Weil nach irgendwie dem Praktikumstag habe ich dann auch Kopfschmerzen und irgendwie nicht so die Motivation, mich noch an die Bachelorarbeit zu setzen. Aber was muss, das muss. Und deswegen komme ich mittlerweile auch nicht so viel zum Lesen. Ich bin jetzt momentan auf Seite 247. Ich habe, glaube ich, seit dem letzten Update 100 Seiten gelesen. Und irgendwie passiert halt immer noch nicht so viel. Es war jetzt irgendwie eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, die ich wirklich sehr gut fand und spannend, aber irgendwie war das Problem, was da entstanden ist und was auch ein bisschen emotional, sag ich mal, war, innerhalb von 2 Seiten geklärt. Ich kann jetzt auch wirklich nicht sagen, was innerhalb der letzten 100 Seiten so krasses passiert ist. Das Buch ist halt wirklich sehr langsam in der Handlung und deswegen habe ich auch nicht wirklich so das Verlangen, danach zu greifen, was ja einerseits auch gut ist, wenn ich noch Uni-Sachen machen muss, aber andererseits finde ich es auch ein bisschen schade. Bislang finde ich es nicht ansatzweise so gut wie das Reich der Sieben Höfe. Ich weiß eben nicht, ob das eben nur der erste Band ist oder ob die Folgebände besser werden oder ob auch noch in der nächsten Hälfte des ersten Bandes mehr passiert. Aber bis jetzt finde ich es halt leider noch nicht so gut. Es ist auch nicht wirklich schlecht, aber irgendwie kann ich auch nicht sagen, was jetzt so krass an der Handlung sein soll, dass es für mich im Kopf bleibt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich glaube nicht, dass ich heute noch weiter zum Lesen kommen werde. Vielleicht nur ein bisschen. Ich werde euch dann updaten, wenn ich ein bisschen größeren Schritt gemacht habe, wieder. Und bis dahin mache ich erstmal meine Uni-Sachen weiter. Wir haben mittlerweile Donnerstag, den 30.09. Morgen ist also der 1.10. und ich würde das Buch gern noch im September beenden. Deswegen versuche ich heute, das Buch noch zu Ende zu lesen. Ich bin gerade auf Seite 361, habe also noch ungefähr 100 Seiten vor mir. Mittlerweile gefällt mir das Buch richtig gut, teilweise irgendwie auch verstörend.
was da so passiert nebenbei, obwohl ich finde, dass diese Szenen immer ein bisschen wahllos reingeworfen werden. Aber trotzdem finde ich es eben jetzt sehr spannend. Auch die Aspekte jetzt mit Dorian und Kaol. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Namen richtig ausspreche, aber ja, die beiden, wie es jetzt mit den beiden steht und auch um Selena, finde ich es jetzt richtig interessant. Ich fliege jetzt nur so durch die Seiten und bin gespannt, was auf den letzten 100 Seiten passiert. Ich werde euch auf jeden Fall heute noch updaten und hoffe, dass ich das Buch noch beenden kann. Auf Seite 373 habe ich ja schon erwartet, so ein bisschen. What the fuck, was passiert dir gerade? Ich habe das Buch gerade beendet und wow, die letzten Seiten waren nochmal richtig gut. Also anfangs für mich echt langweilig, gegen Ende wow. Ich glaube, ich habe halt 200 Seiten gelesen oder so. Ich konnte einfach nicht aufhören, es war einfach gegen Ende wirklich. Aber ich glaube, ich gebe euch mal morgen, wenn ich ein bisschen klarere Gedanken habe, nochmal meine volle Meinung. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Aber ich muss schon was sagen. In diesem Buch bin ich auf jeden Fall Team Kaol, keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht, aber I think he's so cute. Wie gesagt, habe ich gestern Throne of Glass beendet und ich wollte euch einfach nochmal kurz sagen, wie ich es dann im Endeffekt wirklich fand. Ich glaube, ich würde dem Buch so ungefähr 4 Sterne geben. Ich hatte erst überlegt, ob es 3 werden, weil es am Anfang wirklich echt langweilig war und es so viele Längen während des Buchs gab, dass ich schon dachte, das wird mir überhaupt nicht gefallen. Aber das Ende war dann irgendwie so spannend. Also ich glaube, es waren so die letzten 200 Seiten, die ich so spannend fand und wo ich auch wirklich sehr schnell durchgekommen bin. Und deswegen habe ich mich doch entschlossen, dem Buch 4 Sterne zu geben und nicht nur 3 oder 3,5. Ich finde, man hätte das Buch wirklich kürzen können. Also für 470 Seiten hätte man auch gut irgendwie 350 oder sogar nur 300 draus machen können. Man hätte dann trotzdem einen guten ersten Teil für die Reihe gehabt. Aber naja. Was ich sagen muss, ist, dass mich der Aspekt einer Romanze in dem Buch eher kalt gelassen hat. Außer zum Ende, da habe ich eine Tendenz entwickelt, die ich gut fand, aber jetzt nicht wirklich, dass ich so krass mitgefiebert hätte oder so. Ich weiß eben nicht, ob das überhaupt gewollt war, dass da eine Romanze reinkommt oder ob es wirklich lediglich um diesen Wettkampf ging in dem Buch. Aber wenn, dann fand ich die Romanze leider irgendwie ein bisschen langweilig. Also irgendwie konnte mich da einfach nicht hineinversetzen. Wenn ich jetzt im Endeffekt so darüber nachdenke, ist eigentlich für ein 500-Seiten-Buch kaum was passiert, was mir irgendwie so krass in Erinnerung geblieben ist, wo ich jetzt sage, wow, das Buch war wirklich der Hammer. Teilweise fand ich, wenn es da um Magie ging oder sonst was, das fand ich ein bisschen creepy, aber irgendwie auch so wahllos hier hineingeschmissen, dass ich irgendwie gar nicht nachvollziehen konnte, um was jetzt eigentlich geht, ob das so die Welt ist, weil irgendwie gab es Worldbuilding, aber dann doch so wenig, dass ich das gar nicht richtig verstehen oder nachvollziehen konnte, um was es eigentlich geht. Vielleicht habe ich das auch nur so empfunden, aber ich glaube, da hätte ein bisschen mehr vergangenheitsbezogen erläutert werden können, um was es eigentlich geht. Vielleicht kommt es auch in den nächsten Bänden mal sehen, aber für mich war es halt eher irgendwie so, dass es keinen Sinn für mich ergeben hat. Auch, ohne jetzt viel zu spoilern, aber die letzte Kampfszene, jeder, der das Buch gelesen hat, weiß wahrscheinlich, wovon ich rede, war für mich irgendwie so verwirrend. Also ich konnte mir kaum vorstellen, wie die Umgebung aussieht, was jetzt eigentlich genau abgeht. Irgendwie war ich so
voll überfordert, es war einfach durcheinander. Es war zwar spannend, aber ich konnte halt insgesamt diesem Kampf gar nicht folgen. Selena, also die Hauptcharakterin, wenn ich ihren Namen richtig ausspreche, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Sie ist eine sehr taffe Hauptprotagonistin. Sie hat viel Humor, bisschen sarkastischen Humor auch, was mir sehr gefällt. Es hat Spaß gemacht, sie so ein bisschen zu verfolgen, auch weil sie halt so eine knallharte Frau ist. Also insgesamt fand ich es eher einen schwachen ersten Teil, aber ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Ich werde gucken, ob mir die anderen Bände besser gefallen und ob sich das dann steigert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Throne of Glass schon gelesen habt und wie ihr das Buch fandet. Sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns.